Hallihallo und moin aus dem hohen Norden. Ich begrüße euch ganz herzlich aus dem TSW4. Wir fahren im Auftrag der Nordwestbahn im Bundesland Niedersachsen einmal über die Strecke Bremen-Oldenburg, und zwar das mit unserem wundervollen Dieseltriebzug der Baureihe 642. Wie gesagt, in dieser Nordwestbahn-Lackierung. An dieser Stelle ein großes Danke an Hanna für das Repaint. Das gibt es auch zum Downloaden bei Transim Community für den PC. Und das Ganze ist dann auch tatsächlich so, dass alle Fahrzeuge im Fahrplan hier dann in dieser Nordwestbahn-Lackierung unterwegs sind. Und das sieht schon ganz cool aus, finde ich. Wir steigen ein und fahren mal los und alles andere dann gleich einmal den Fahrtrichtungs- beziehungsweise erstmal den Hauptschlüssel auf an und den Richtungswender nach vorne, Türen auf der rechten Seite auf und einmal die Scheibenwischer aktiviert. Oh, machen Sie mal, schalten Sie mal auf langsam. Moment, genau da auf langsam, das passt dann soweit. Einmal hier die Zugspitzensignale eingestellt. Ansonsten machen wir die PZB an, können da die Helligkeit noch ein bisschen erhöhen. Und ansonsten können wir, glaube ich, sonst nicht mehr so viel einstellen. Alles andere passt nämlich soweit. Ja, das mag ich ja sehr, wie viel man hier tatsächlich machen kann im Display, aber ansonsten passt da alles soweit. Wir schauen mal aus dem Fenster. Jawohl, wir sind übrigens unterwegs hier als Regionalbahn und ja, können losfahren. Bremsen sind gelöst und auf geht's. Na, Moment, was fehlt mir jetzt noch? Irgendwas fehlt mir noch. Hilfsfahrschalter, Führerstandsbeleuchtung brauchen wir jetzt nicht unbedingt, Instrumentenbeleuchtung. Leuchtmeldertest, Magnetbremse aus, Sandstreuer aus, Türverriegelung. Das ist die PZB. Sind irgendwelche Bremsen nicht gelöst? Einmal ganz kurz hier mal reingeguckt. Handbremse ist angelegt. Die Handbremse ist angelegt. Wer hat die denn angelegt? Seit wann ist die denn angelegt? Und vor allen Dingen, wo kann ich sie lösen? PZB-Modus, SIFA, Batterieisolierung. Wo kann ich die Federspeicherbremse lösen? Vermutlich hier unten irgendwo, ne? Klimaanlage, Lüftungssteuerung, auch nicht. Da, Federspeicher, Notfallsteuerung in Betrieb. Lösen. Passt das jetzt? Ja. Handbremse ist nicht mehr angelegt. Auf geht's. Nächster Halt ist Heidkrug. Wir dürfen ausfahren mit 80. Befreien uns dann entsprechend auch und jetzt mal ordentlich Hebel on the Table. Ach so, das mit der Handbremse, ja. Erstmal ganz kurz hier geguckt. Die Baureihe 110 da vorne. Das mit der Handbremse, das habe ich schon mal irgendwo gehört, dass das anscheinend seit irgendeinem Update der Fall ist, dass wenn man hier die 642 im Fahrplan irgendwo aktiviert und mit der dann eben rumfährt, dass man erstmal noch die Handbremse lösen muss. Das war zu Release nicht so. Und jetzt ist das mittlerweile so und jetzt, ja, bin ich da auch tatsächlich Opfer dieses Updates geworden. Also ich finde das jetzt gar nicht mal so übel, dass die Handbremse auch tatsächlich angelegt ist, aber ja. So, wir dürfen auf Streckengeschwindigkeit, also 160. Wir schaffen sowieso nur vor Max 120, meine ich. Da, genau, ja, vor Max sind 120 bei uns. Und wir sind hier unterwegs als Nordwestbahn. Oder im Auftrag der Nordwestbahn. Ich versuche, wenn ich daran denke, den Link zu dem Repaint in die Videobeschreibung reinzupacken. Das ist dann, wie gesagt, für all die, die am PC spielen, die können das sich dann runterladen.
Und haben dann dieses hervorragende Repaint dann im Fahrplan drin von Bremen-Oldenburg. Und tatsächlich müsste es auch so sein, wenn uns jetzt irgendwann noch ein Gegenzug entgegenkommt, dass der dann tatsächlich auch die gleiche Lackierung hat. So, ja, ein bisschen können wir noch beschleunigen. Und dann würde ich sagen, ungefähr so 1 Kilometer vor unserem nächsten Halt nehmen wir die Leistung raus und fangen an zu bremsen. Ja, ein Urselwetter würde man, glaube ich, im Norden sagen. Haben wir hier heute. Und wir halten an. Heidkrug kommt dann jetzt gleich auch schon. So, schauen, dass wir ungefähr 60 am Bahnsteigsanfang fahren. Genau, ja, da seht ihr es, ne, dass auch der KI-Verkehr, der Gegenzug, der hat dann die gleiche Lackierung und nicht mehr die DB-Rote. Und das finde ich schon ziemlich cool. So, oh, da ist ein Poster. Wir halten an. Ja. Ja, der halt, das passt vollkommen. Immerhin ist das ja nicht so, als könnten die Fahrgäste nicht mal ein- und aussteigen. Genau, also ne, hier unsere wundervolle Lackierung, Nordwestbahn. Auch die Innenräume, die Texturen entsprechend angepasst. Gucken wir uns vielleicht gleich nochmal beim nächsten halt etwas ausführlicher an. Aber so viel auf jeden Fall dazu. Türen zu. Hervorragend. Und dann würde ich sagen, auf geht's. So, einmal auf 160 hoch, beziehungsweise wir dann eben auf 120. Der BÜ müsste dann jetzt gleich jeden Moment aufgehen. Na? Oder kommt vielleicht noch aus der anderen Richtung ein Zug? Das kann natürlich sein. Nee, er geht auf. Hervorragend. Können vielleicht die Instrumentenbeleuchtung noch ein bisschen erhöhen. Führerstandsbeleuchtung. Ja, gehen wir mal auf Lokführerpultbeleuchtung, das reicht uns dann. Hilfsfahrschalter aus, ja. Genau, dann halten wir in Bremer Neustadt, beziehungsweise in Bremen Neustadt und danach nur noch am Hauptbahnhof. Exakt. Ja. So, ja. Also ein Beschleunigungsmonster ist das jetzt nicht, das Fahrzeug. Eigentlich könnten wir jetzt theoretisch, weil nichts passieren wird, hoffentlich, einmal ganz kurz noch hier in den Fahrgastraum reingucken. Ist zwar jetzt ein bisschen unrealistisch, ne, ist klar, aber nur um kurz die Mod zu würdigen. Ja, genau. Also das sieht auch schon ganz hübsch aus mit den neuen Texturen. Ja, Bremen-Oldenburg. Eine schöne Strecke, ich finde. Dafür, dass es eine norddeutsche Strecke ist und es landschaftlich einfach nicht so viel hergibt, ist es doch eine ganz hübsche Strecke.
Genau, hier im Auftrag der Nordwestbahn. Die ist auch teilweise Nordrhein-Westfalen gefahren, das weiß ich noch, früher auf dem RE14, beziehungsweise immer noch auf dem RE14 in Nordrhein-Westfalen. Allerdings heißen die nicht mehr, oder heißt das Eisenbahnverkehrsunternehmen, das mittlerweile den RE14 betreibt, nicht mehr Nordwestbahn, sondern ich glaube Rhein-Ruhr-Bahn. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was es mit der Rhein-Ruhr-Bahn auf sich hat. Das kann ich sicherlich gleich auch nochmal googeln. Ob das vielleicht irgendwie so eine Art Tochterunternehmen ist der Nordwestbahn, jetzt explizit für Nordrhein-Westfalen gegründet, oder ob das nochmal ein komplett eigenes Eisenbahnverkehrsunternehmen ist, da bin ich mir gar nicht so genau sicher, wer oder was die Rhein-Ruhr-Bahn genau ist. Aber auf jeden Fall haben die halt eben die Fahrzeuge der Nordwestbahn übernommen. Auch das Farbschema ist mehr oder weniger das gleiche. Es ist einfach nur wirklich dieser kleine Unterschied zwischen dem Schriftzug Nordwestbahn und Rhein-Ruhr-Bahn. Das können wir mal auf dunkel schalten und das können wir leider nicht auf dunkel schalten. So, 120 gelten ab hier und das ist eine Ankündigung auf 60. Also ordentlich runter mit der Leistung. Genau, 1000 Hertz Beeinflussung ist aktiv. Eieiei, also die Bremseigenschaften des Zuges sind ja hervorragend. Das ist ja der Wahnsinn. So, und Bremer oder Bremen Neustadt in ein paar hundert Metern. Dementsprechend schon mal runter mit der Geschwindigkeit auf die 60. Und wir halten an. Türen auf. Genau, wir fahren nach Bremen Hauptbahnhof. Hervorragend. 12.06.2024, 18.37 Uhr, man kennt's. So, Weiterfahrt mit 60. Auf die versuchen wir dann auch gleich mal hoch zu beschleunigen. Aktuell sind wir allerdings im Wechselblinken. Das heißt also, wir dürfen nicht schneller als 40 fahren, können uns aber befreien. Dann können wir auf die 60 einmal ganz schnell hoch beschleunigen. Und dann sind wir auch schon gleich in Bremen. Kurze, knackige Fahrt heute. Warte mal, keine allzu lange, ausgiebige Fahrt. Aber das muss ja auch zwischendurch mal sein. So, 50 angekündigt. Dementsprechend, ja, wir können eigentlich gleich erst runtergehen mit der Geschwindigkeit. Das dauert noch ein ganzes Stück, bis wir 50 fahren hier vorne. DTG Logistics. Und dann hier rechts gleich dieser komische Skulpturenpark von Bremen, wo man sich immer fragt, ist das Kunst oder kann das weg? Was sind das eigentlich für riesige
Ja, das müssten ja das ist ja fast schon so eine Art Flutlicht. Warum gibt es das hier in Bremen? Welchen Sinn hat das? Weiß das jemand? Was muss denn da so heftig beleuchtet werden? Oder ist das irgendwie eine Kunstinstallation? So, ab da vorne gelten die 50. Hier nochmal kurz die Ankündigung, beziehungsweise der Vorsignalwiederholer, um mal die Fachbegrifflichkeit anzuführen. Hier erneut der Vorsignalwiederholer. Und jetzt haben wir ab hier vorne das Signal, dass 50 gelten, plus Halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. Das haltzeigende Signal wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erst am Ende des Bahnsteigs vom Bremer Hauptbahnhof stehen. Das heißt also, wir können ganz entspannt einfahren und müssen nicht vorher noch ein haltzeigendes Signal fürchten. Erfahrungsgemäß bricht die Performance im Bremer Hauptbahnhof immer ein bisschen ein, also ordentlich ein. Aber das passiert nicht nur mir, sondern das passiert irgendwie gefühlt allen anderen auch. Oder zumindest sehr, sehr vielen Leuten auch. Huch, das war die falsche Taste. Ich wollte eigentlich nur den Scheibenwischer ausschalten. Und wir halten an, geben die Türen auf der rechten Seite frei. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, denn das war's auch schon. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Ciao, ciao.